Ich wünsche dir einen wunderschönen, entspannten Heiligabend. Mögest du im Kreise deiner Familie, deiner Liebsten sein und einen friedlichen und schönen Feiertag haben. Sei dankbar für die schönen gemeinsamen Stunden und lege nicht so viel Wert auf die Geschenke und die Perfektion. Irgendwie wird es schon gehen. Es geht immer irgendwie. Hauptsache, du genießt den Tag und erlebst ihn in innerem Frieden und Gelassenheit. Heute geht es um Frieden. Für dich, für deine Familie, für die Welt. Frieden entspannt. Frieden vergleicht nicht, bewertet nicht, hat keine schlechten Gefühle. Frieden fühlt sich gut an und macht uns glücklich. Der Frieden ist der Nährboden für Wachstum und Weiterentwicklung. Wir alle brauchen ihn so nötig, weil so viele Menschen um uns herum unfähig sind, in Frieden zu leben. Je mehr Spaltung entsteht, desto weniger Chance hat der Frieden. Besinnen wir uns heute also auf unseren Frieden, die Liebe und die Gelassenheit. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Matthäus 5, Vers 9. Affirmation des Tages. Heute hält Frieden und Liebe Einzug in mein Haus. Entspannungsübung Nummer 24. Setze dich entspannt hin und zünde dir eine Kerze an. Atme ruhig und gleichmäßig ein und aus. Versuche dabei etwas länger auszuatmen, als du einatmest. Schaue beim Atmen in die Flamme der Kerze. Beobachte ihr sanftes Flackern. Stelle dir vor, wie die Flamme das Leben symbolisiert, das Licht des Lebens. Solange sie brennt, ist Leben in ihr. Fühle das Leben, das Licht in dir. Dein Atem ist die Verbindung zum Leben. Spüre ihn. Mit jedem Einatmen lasse Frieden und Liebe in dein Herz fließen. Mit jedem Ausatmen schicke deinen Frieden und deine Liebe zurück in die Welt. Alles Gute strömt durch dich hindurch. Spüre tiefe Dankbarkeit. Sei gesegnet. Das war heute meine letzte Lektion aus diesem Adventskalender für dich. Ich hoffe, du hattest eine entspannte Zeit mit vielen schönen Momenten. Genieße dein Leben und bleibe fröhlich. Alles Liebe. Namaste.